Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. So, weiter geht's. lass die Anmoderation so drin. Ich weiß nämlich nicht, wie viel von der Anmoderation gerade aufgenommen wurde. Egal, wenn es ein bisschen abgehackt war, sorry. Sprint rein mit Amy. Eingebrannt Mittel. Bin bereit, Amy. Oh. Okay, achte auf den oberen Bereich, dann ist alles gut. Ah ja, da achte ich schon drauf, Amy. Keine Sorge, meine Lady. So, weiter geht's. Fahren wir nur gegen Amy? Wir fahren nur gegen Amy, okay. Amy, bleib stehen. Warum startest du eigentlich immer 2 Meilen vor mir? Das ist unfair, Fräulein. Amy, lass das. Du brauchst gar nicht denken, dass du Erster wirst. Das wird nichts. Auf Ideallinie zu fahren, das ist meine Strecke. Oh shit, übersteuert. Nein. Komm, zieh. Subaru, zieh. Wenn das Heck ausbricht bei 500 PS, ne, das ist nicht lustig. So. Bremst auch manchmal zu heftig. Fällt mir gerade auf. Immer nur leicht antippen die Handbremse. Das reicht. Seht ihr, das reicht. Das reicht für einen kurzen Powerslide. Oh, geil. Ich habe eine Trophäe. Ich kann gerade nicht lesen, welche. Ich will nämlich meine Augen nicht von der Straße entfernen. Amy, hi. Der Top Speed lässt halt für sich sprechen, ne? Das ist halt so eine Sache, ne? Der Top Speed. Da bin ich leicht im Vorteil gegenüber dir. Wie schnell sind wir eigentlich? Wir haben bald 300, ne? Heftig eigentlich. Und wir werden mal 300 fahren. Wir werden auf jeden Fall auch mal 400 fahren. Das geht natürlich auch in dem Spiel. Sollte auf jeden Fall drin sein. So. Amy? Ich höre dich nicht mehr, Amy. Wo bist du? Ach, schön. Ah, ich mag den Subaru. Ui! Schön. Die ist ja wirklich hinter mir. Mann, nee, das ist nicht sie, ne? Nee, das ist nicht sie. Ich sollte vielleicht nicht so viel zurückgucken, sondern mich mehr auf die Straße konzentrieren. Es ist zwar eine Autobahn und es ist eine geradlinige Strecke, also mehr oder weniger geradlinig. So ohne Hahnkurven und so, aber trotzdem sollte man sich konzentrieren. Denn die lieben Passanten, die auch nachts fahren, warum auch immer, die machen einem doch ganz gerne das Leben schwer. Was gut ist. Ja. 12 und 19, ernsthaft? Das ist ziemlich langes Rennen, kann das sein, aber finde ich geil. Ich mag Highspeed. Ich mag alles, was extrem ist. Highspeed. Driften, Driften, apropos Driften, hi. Apropos Driften, hi, ja. Apropos Driften, oh, yeah. Hey, das ging ganz gar nicht mal so schlecht. Geil, okay. Langsam habe ich das Driften auch auf. Nee, mit der Karre. Eigentlich könnte man auch mal mit Driftrennen mit der Karre versuchen. Wenn man genug Dampf oder der Haube hat, kann man auch mit einem Grip-Auto driften. Oder besser mit einem Allrounder-Auto. Das ist ja kein reines Drift- oder Grip-Auto. Das ist ein reines Allrounder-Auto. Das ist so schön im Mittelmaß. Das ist auch ganz schön, oder? Schneller als der Schall. Mann, Respekt. Oh ja, Respekt auf jeden Fall. Reputation Points. Ja, Amy. Mann, was geht ab? Ist das wahr? Du hast exklusive Gesellschaft, mein Freund. Bis dann. Ich habe exklusive Gesellschaft? Okay, hey, wir könnten zur Polizeistation fahren, mal sehen, was da los ist. So, haben wir denn irgendwas in der Nähe? Nee, ne? Wir sind hier. Hey, hier geht's auch hoch? Achso, das sind die Mountains. Ah, ich kann mich erinnern, ne? Das sind die Mountains. Waren die am Anfang auch schon freigeschaltet oder wurden die durch das Rennen freigeschaltet? Keine Ahnung. Eigentlich wollten wir Robin jetzt fahren, ne? Robin ist jetzt halt ein bisschen am Arsch der Welt, ne? Kann das sein? Mhm, irgendwie schon, ne? Wo ist Manu eigentlich? Manu ist auch hier drüben. Wo ist Spike? Sieh dir deine Nachrichten an. Okay, Nachrichten, Spike. Hi. Yo, wir starten ein Highway-Rennen. Wird nicht einfach, also sieh zu, dass deine Karre was kann. Lass dir vielleicht von Ames helfen. Die Typen meint's ernst. Bis später. Aber wo, warum seid ihr jetzt eigentlich alle da unten? Warum hängt ihr jetzt alle da unten rum? Was soll die Scheiße? Mann! Aber egal, er kommt einer Verfolgungsjagd mit 2500 Geldstrafe. Nee, habe ich eigentlich gerade nicht vor. Weißt du was? Wir teleportieren uns. Das, was ich nicht machen wollte, Mann. Aber ich will nicht die extrem lange Strecke hier nochmal zurückfahren. Denn wenn alle Rennen da unten sind, teleportieren wir uns doch schnell mal runter, ne? Eigentlich hätten die das auch ein bisschen besser verteilen können. So. Putz. Nein, ich nehme deinen Anruf jetzt gerade mal nicht an. Danke sehr, du kannst mich gerne später zurückrufen, aber jetzt nicht. Zeitfahren. Gut, Zeitfahren. Du weißt, was zu tun ist. Okay, Zeitfahren mit Robin. Okay. Ich
1,44 ist zu schlagen. Krieg ich hin, hoffentlich. So, Konzentration. Wichskopf! Machen ihn nervös auch noch, danke dir. Jetzt kann ich wieder gar nichts. Okay, Concentration Rail. Concentration. Aber Leute, ihr müsst zugeben, ich werde besser. Am Anfang war ich scheiße, aber ich werde... Komm ich da durch? Ja. Ich werde besser. Robin, hi. Du fährst ja doch mit. Ich dachte, das ist ein Zeitfahren. Das fährt doch mit. Geil. Robin, ich mag dich. Mein Baby. Verschwinde. Ach ja, ich hab Nitro. Warum sitzt das nicht ein? Oh, fuck. Ich hab zwar Nitro gekauft, ganz am Anfang, aber ich setze es nie ein. Unglaublich, ne? Ich würde das Nitro mal mehr einsetzen. Und dann meine Tanke. Ich hätte mich reparieren wollen. Oh nein, wir sind mit im Rennen. Go, 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 go. Zieh, zieh, zieh. Upsle. Da war schon wieder die Polizeistation. Wenn die uns nicht gesehen haben gerade, weiß ich auch nicht. Zieh, 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 zieh. Das haben wir easy geschafft. Ohne Probleme. 1,44 hat man gebraucht, 1,18. Easy. So soll das sein. Neue persönliche Bestleistung. Nice. Sehr schön. Du bist voll abgegangen, Mann. Poste mal ein Video auf irgendwas. Auf irgendein Social Media oder keine Ahnung was. Stufe 11. Ich will Stufe 12, verdammt. Ich will Bodykits haben. Endlich. Komm, bitte. Gib mir endlich Bodykits. Ich will Stufe 12. Ja, Robin? Was ist neu, riecht nach verbranntem Gummi und ist richtig, richtig heiß? Ich. Drag Racing. Fahren wir alle. Solltest du auch probieren. Ist der Hammer. Drag Racing? Drag Racing? Ja, das habe ich nichts gegen, aber... Was? Wir sind hier. Okay, dann würde ich sagen, wir ballern mal zum Menü. Ja, wir ballern zum Menü. Denn da ist viel Kurve. Ja, Robin? Siehst du? Das geht voll ab. Ich kann nicht aufhören. Ein paar Blocks weiter ist schon das nächste Treffen. Wir sehen uns da. Ja, wir sehen uns in der Woche da oder so. Wir müssen nochmal die anderen Rennen fahren, Robin. Habt ihr mal ein bisschen Rücksicht? Alter! Du Wichskopf! Was willst du mit der Minivan? Verschwinde! Ist das mit Menno auch wirklich ein... das ist ein Drift, Mann. Das ist, also besser teilweise Drift, teilweise Grip. Wir versuchen es trotzdem mit dem Teil hier. Vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin. Vielleicht brauchen wir den BMW gar nicht. Den können wir verkaufen. Hey! Ich glaube, wir haben den BMW zu extrem auf Drift. Also zu extrem auf Drift. Ich verwechsel die zwei Sachen immer. Ich weiß nicht wieso. Wir sollten den BMW vielleicht noch ein bisschen weiter, also den M3 noch ein bisschen weiter zurück in die Gripzone holen. Und nicht ganz so extrem auf der Driftseite lassen. Also es ist schon geil, aber manchmal schon sehr... Ah, da haben wir schon. Manchmal schon sehr schlecht zu kontrollieren. Ja. Man klappt die Drifts auch mit dem Auto hier. Ja, wenn der Taxi nicht gewesen wäre. Denn wenn man genug PS unter der Haube hat, dann kann man auch driften. Das war nicht so extrem wie mit dem M3, aber... Alter, wenn der M3 hier 500 PS hätte, ne, der würde abgehen. Da kannst du gar nichts mehr gerade fahren. Dann würdest du dein Leben lang quer fahren. Ich finde es auch schön, dass das hier, die Karre hier, zwar trotzdem quer geht, aber er fängt sich ziemlich schnell wieder. Also er beschleunigt schnell wieder raus aus der Kurve. Das ist richtig geil eigentlich. Okay. Und das hier ist nicht massiv, alles klar. Okay. So, Manu, wir sind gleich bei dir. Das ist schon schön, das ist schon schön. Das ist eigentlich die perfekte Karre. Kann Top Speed extrem, aber... Ja, maybe. Hör zu, Robin. Manu ist wirklich kein schlechter Typ. Kann sein, aber er ist ganz schön frauenfeindlich. Ach, du verstehst ihn völlig falsch. Ames hat recht. Manu kommt aus einer ganz anderen Welt als du. Deswegen... übertreibt er manchmal etwas. Man sollte ihm sein Ziel klar machen. Er sagt ziemlich unhöfliche Dinge. Ich kümmere mich drum. Denk dran, es ist das Herz hinter den Worten, nicht die Worte selbst, okay? Gut, ich muss weg. Vielleicht sehen wir uns in der Werkstatt. Bis später. Also, Rob, Bike kommt vorbei. Sagt, er hätte was für mich. Lust dabei zu sein? Fall nicht drauf rein, Ames. Er wird dich bestimmt zu diesem billigen Steuergerät locken, das er eingebaut hat.
Keine Sorge, das werde ich, solange es geht, rauszögern. Okay, ich bin weg. Bis später. Spike und Robin, Mann, ihr werdet euch noch an einen Tanz gewöhnen. Naja, habt noch dieses und jenes zu erledigen. Vielleicht sehe ich euch in der Werkstatt, ja? Bye. Alles klar, bye. Ich war gerade nicht sicher, ob das Gespräch abgebrochen wird, wenn ich in den Fotomodus gehe. Anscheinend nicht. Anscheinend wird das Gespräch wirklich nichts abgebrochen, was ich geil finde. Okay. Dann brauche ich in Zukunft nicht mehr Rücksicht auf solche Sachen nehmen. Finde ich gut. Okay, finde ich geil. Okay, passt. Machen wir weiter. So. Manu, wir sind gleich da. War ein teuflischer Weg gerade zu dir. Hoffenreich des Todes. Hättet ihr nicht direkt die Brücke raufziehen können auf deinen Standort gerade? Nein, geht natürlich nicht. Alles klar. Ja, die Karre ist geil. Die Karre ist Bombe. War auf jeden Fall die richtige Wahl am Anfang. Hier ist ein Fotopunkt. Ich haben will, bitte. Fotopunkt, hallo. Wie man an den Fotopunkten nie das Auto sieht. Okay, lassen wir das einfach mal so stehen. So. Oh, Manu, I'm here. Er rastet, der rostet. Underground Drift Riot. Ja, und noch Hashtag. Geil, okay. Es ist wirklich Drift, alles klar, okay. Guck mal, ob das mit dem Auto funktioniert. Geh weg mit deinem Supra, verschwinde! Okay. Wir hätten den M3 nehmen sollen, wir hätten den M3 nehmen sollen. Oder die ganzen Autos hier sollten sich mal verpissen, verpisst euch! Wenn ich driften soll, müsst ihr euch verpissen, verpiss dich! Tommy! Alter, ich kann keinen Drift halten, wenn ihr vor mir seid, verpisst euch! Alter! Jetzt nicht hier Sandwich, ich will driften! Alter! Verarschen? Okay, ich fahr jetzt davon. Ich drifte alleine. Okay, war geil, ja. Mhm. Manu ist auch gerade voll am Abfahren, ne, da vorne, ne? Das ist Manu, glaube ich, ne? Nein, ist nicht Manu. Alter, die Kurve schon wieder versaut. Ne, die ging eigentlich. So, chill. Ich brauche ein M3. Ich krieg die Karre nicht effektiv quer. Aber es geht eigentlich. Den schönen Drift. Das war schön. Geil. Okay, dass er noch einen zweiten Platz hat und hat uns das katapultiert. Finde ich sehr geil. Aber die driften alle viel mehr wie ich. Mann, wo driften die bitte? Das ist eine gerade Strecke hier. Ich kann auch hier so die komischen Drift rausfahren, aber das funktioniert halt nicht. 31.000, der 10.000 mehr wie wir. Alte Scheiße. Oh, da vorne sehe ich ziemlich viele Kurven, das finde ich sehr geil. Konzentration. Manu! Fahren wir hier nicht in Drift, ich sag's dir jetzt, Kumpel. Das ist unsere Freundschaft komplett am Arsch. Manu! Du wirst mich, Manu! Mann! Okay, wir hätten den M3 gebraucht. Aber trotzdem auf Platz 2, okay. Ne, mit dem M3 wäre es deutlich besser gegangen. Mit dem M3. Da hätten wir das dominiert. Da hätten wir wieder mindestens, keine Ahnung, das Doppelte bekommen, wie wir gebraucht hätten. Aber wenigstens Platz 2 mit einem Grip-Auto. Geil, das ist auch schön. Okay, ich würde aber trotzdem noch gerne mit dem M3 nochmal fahren, ne? Junge, was du da raushaust. Und ich? Ich fahr hier nur Mist zusammen.
weiter so, Bro. Warte nicht auf mich, Niete. Alles klar, Manu, aber so schlecht war dein Sound nicht, was du abgeliefert hast. Du warst zwar die ganze Zeit am hinteren Arsch der Welt, aber... ja, Bishop Rock Hills. Ja, wo sind wir denn? Mhm, hier sind wir. Okay. Tum, 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 tum. So, mal bitte raus, danke. Robin. Robin ist am Arsch. Route. Ja, geil, wir fahren die komplette Strecke wieder runter. Geil. Nee, wir fahren die gar nicht runter, wir sind von der anderen Seite. Okay, trotzdem. Aber hätte ich mich am Anfang nicht so blöd angestellt bei den ersten Kurven, wäre es vielleicht auch rausgegangen. Aber wurde knapp am Ende. Also es war ein knappes Finish. Und das mit dem Grip-Auto. Die haben ihre Karren wahrscheinlich alle auf Drift getunt. Ich nicht. Ich fahre hier mit meinem Allround-Auto, was alles kann. Und es ist Skill, was das rausgehauen hat. Ja, der Rayon hat Skill, ja. Leute, lobt mich einmal, bitte. Okay, lassen wir das. So, fahren wir runter hier. Okay, hier der M3, das wäre natürlich Premium, aber... bei diesen Kurven, das ist einfach nur... So, einen kriege ich das, glaube ich, gar nicht. Doch, kriege ich, okay. Ja. Ich beschleunige hier wesentlich schneller raus aus der Kurve wie der M3. Der M3 bleibt wesentlich länger quer. Okay, da habe ich keinen Drift mehr zusammenbekommen. Da war ich schon zu heftig im Beschleunigen drin, klar. Wenn du die Kurve ein bisschen zu spät anfährst, ist komplett vorbei. Hast versagt. Okay, das war fast zu heftig angesetzt. Ja, okay. Du kannst driften mit dem Grip-Auto, aber du solltest es nicht. Okay, hier kriegen wir eine schöne Kurve hin, habe ich das Gefühl fast. Nein, kriegen wir nicht. Er braucht viel länger, bis im Drift drin ist, habe ich so das Gefühl. Das ist auch nicht. Du musst viel früher anlenken. Ja, bitte? Also, was meinst du, Ross? Weiß nicht. Ich meine, es gibt so viele neue Gesichter in der Stadt. Schwer zu sagen. Zudem fahren diese Outlaws unscheinbare Autos. Die meisten habe ich nur auf der Straße gesehen, wenn die Cops hinter ihnen her sind. Hey, Spikey, was geht? Okay, lass das driften. Hör zu, ich hoffe, ich kann was aufziehen, wie damals. Ihr wisst schon, Treffen in den Hügeln. Vielleicht, ich weiß nicht. Ohne mich, Kumpel. Hab noch was laufen. Ich fahr zurück zum Bunker. Muss mich noch um was kümmern. Genau, sorry, Spike. Hab noch was vor. Hey, was soll's? Ist okay. Wir sehen uns. Bin auch raus. Manu, wer zum Bunker? Das kann nur einen Grund haben. Genau, wir treffen uns dann da, Mann. Pronto. Oh ja, der Bunker? Manus Versteck. Dieser verlassene unterirdische Laden. Ziemlich abgeräumt, aber ganz spaßig. Wird euch gefallen. Peace. Okay, ja, machen wir einfach mal. Okay, Robin, ich bin da. Komm in die Top 3 cool. Mit Robin. Ich glaube, den Typen können wir was zeigen. Bereit? Wieder driften, Mann! Auch wieder ein Drift rein, das ist doch uncool. Mann! Ich brauch mein M3 wieder, verdammt! Okay, ich lass euch mal vorfahren. Ich bin in den Top 3, ne? Vielleicht fahrt ein bisschen schneller da vorne. Das ist doch nichts. Ich bin gar nicht Top 3, sieht nur so aus. Geil, okay. Ich überhole euch mal alle gekonnt. Damit ich Ruhe habe da vorne. Damit ihr mich nicht stört in jeder Kurve. Ja, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin ohne den 3, oder? Nee. Nee, hier brauchen wir einen 3, glaube ich. Okay, mal gucken, wie weit wir kommen. Lang die Kurven. Kurze Kurven kriege ich hin, aber die langen sind doch ein bisschen kompliziert, weil ich dich nicht komplett driften kann. Mit dem 3 würde das rein theoretisch gehen. Aber mit dem Nissan, nicht Nissan, Subaru hier, ist das ein bisschen komplizierter. Oh, Robin, hi. Was? Wo habe ich jetzt Punkte zusammenbekommen hier gerade? Hä? Wo habe ich gerade Punkte zusammenbekommen? Ernsthaft? Erster, wieso? Okay, ja, ich hab nichts gegen, ne?
läuft bei dir so? Alles gut? Robin ist echt so eine Kette hier, Punkte technisch, ne? Hey Robin, schön mal bitte, danke. Ich muss hier weiter. Passanten! Das Assi, verschwindet. Macht mir jetzt auch noch nicht irgendwie so ein paar PKWs in den Weg. Das ist uncool. Ich habe mit meinem eigenen Kfz genug zu tun gerade. Das ist ein schöner Drift. Sehr geil. Das sollte richtig geil Punkte geben. Ich war der Erste, der im Ziel war. Geil. Easy. Hügel im Mondlicht. 73 fucking 1000. Putz, Digga. Nice. Sehr schön. Großartiger Zerstörungslauf. Einmal ein Abrisskommando. Nice. So soll das sein. So. Wir sind fucking Level 12. Leute, in der nächsten Folge wird getuned, habe ich gehört, ne? Erfolgreich, Mission erfüllt, geil. Ruft noch jemand an, oder? Ja. Super, Jeff. Wie Spike immer sagt, echt jetzt. Ich fahre nach Hause. Komm vorbei, wenn du Lust hast. Okay? Bis dann. Ach, jetzt treffen wir uns schon bei dir zu Hause. Treffen wir uns da schon. Okay, Robin, ich komme zu dir nach Hause. Ja. So. Leute. Lassen wir mal unsere schönen Kumpels hier vorbeiballern. Robin, hi! Fährst du nach Hause? Mit Pablo? Aber warum mit Pablo? Ich dachte ich. Robin! Okay. Leute, ich bin traurig. Egal. So, Leute, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da unten. Comic-Kritik, alles unten rein, ihr wisst, es läuft. Ich brauch's eigentlich nicht jedes Mal sagen, aber ich kann auch was tun, ich hab Moderation und ja. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 16 Uhr wieder, wenn es wieder mal heißt Need for Speed. Ren sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.